Frage, die dieses Text von Herrn. Ich werde es jetzt schon mal, das hat er selber wissen können, aber nimmt es. Kein Mikro. Als eine Hommage. Okay, dann. Ich sage dir leid, und er kommt den Google-Text beschrieben. Schafft drauf. Was mir denkt. Hier ist wieder der Altstadtfunk. Wie Sie wissen, hat vor geraumer Zeit ein bekannter Fernsehjournalist in einer Sternstunde den Führerschein für Hundebesitzer gefordert. Wir haben deshalb heute zu diesem Thema Herrn Professor Waldemar Strupp vom Institut für verhaltene Vergleichsforschung zu uns ins Studio gebeten. Grüß Gott, Herr Professor Strupp! Grüß Gott, habe ich die Ehre! Servus! Herr Professor Strupp, wie steht die verhaltene Vergleichsforschung zum Thema Führerschein für Hundebesitzer? Also, ich danke zuerst einmal dafür, dass Sie die verhaltene Vergleichsforschung nicht mit der vergleichenden Verhaltensforschung verwechseln, gell? Die haben wissenschaftliche Ergebnisse. Ja, Sie haben recht, Herr Professor, wir sollten vielleicht nochmal für unsere Zuhörer verdeutlichen, dass Sie sich also nicht mit der Graugans an sich, sondern mit dem Dackel überhaupt beschäftigen. Ganz recht, ganz recht. Und zwar mit dem gemeinen Münchner Dackel, kann man sagen, gell? Dackel, Verhalten, also Verhalten, also verglichen zum Beispiel mit Münchner Kindern, gell? Also Mädel und Buben respektive sozusagen. Lassen Sie mich bitte noch eine Frage dazwischen werfen. Herr Professor, wie wird man eigentlich verhaltener Vergleichsforscher? Manche die privaten Fragen, gell? Aber bei mir war das so, dass wir zu Hause haben einen Hund gehabt, gell? Als ich ein Kind war, gell? Und der ist ja sehr, sehr viel öfter gestreichelt und überhaupt mehr geliebt worden als ich. Und da haben wir halt sehr früh schon gewünscht, ein Hund zu werden. Was man dann ja auch beim Jugendwettbewerb, Jugendkost in meinem 15. Lebensjahr fast gelungen ist. Zum Thema zurück, Herr Professor. Ist es bevölkerungspolitisch überhaupt zu verantworten, zum gegenwärtigen Zeitpunkt den Führerschein für Hundebesitzer einzuführen, wo die Statistik doch ganz deutlich in München einen Trend vom Hund weg zum Kind anzeigt? Oh, leider, leider. Tatsächlich hat München gegenwärtig nur ungefähr 40.000 Hunde und viel mehr Kinder. Ich vermute sogar, dass da eine demografische Bombe sich drin verbirgt. Das führt uns aber doch zu der Frage, Herr Professor, warum verzichten immer mehr Hunde auf das Großstadtleben? Man muss die Problematik historisch sehen. Auch ein Hund will kein Hundeleben führen. So. Der Hund war über lange Zeit Partner des Menschen, gell? Er hat dessen Herde gehütet, er hat dessen Untergebenen gebissen, er hat dessen Haus bewacht, er hat seinem Herrn treu und ergeben in die Augen geschaut. Naja, wer kann denn jetzt einmal ehrlich gesagt heute in der Großstadt noch eine Herde halten, gell? Oder wer kann sein Untergebenen beißen, gell? Oder wer hat ein Haus in der Stadt, da, wo so da ist, es bewachen lassen kann, gell? Oder auf die Jagd begleiten oder sowas, das ist ja unmöglich. Aber
Die andere, die Kehrseite dieser Medaille ist natürlich, der Staat Mensch benötigt einen Partner. Und daher ist er bedauerlicherweise auf das Kind als Hundeersatz verfallen. Ja, Herr Professor, man liest aber ja nun doch immer wieder davon, dass viele Kinder geradezu ein Hundeleben führen. Müsste man nicht in diesem Fall sinnvollerweise den Führerschein für Kinderbesitzer fordern? Das ist eine gute Frage. Ich hätte von Ihnen gar nicht erwartet. In der Tat sagen unsere Ergebnisse in der verhaltenen Vergleichsforschung, dass sowohl der Führerschein für Hunde als auch für Kinderbesitzer gefordert werden muss. Wobei, das muss ich schon dazu sagen, die Prüflinge vor allem nachzuweisen hätten, dass sie nicht nur ihren Hund respektive ihr Kind, sondern vor allem sich selbst in der Gewalt haben. Ja, allerdings gäbe es dann natürlich sehr viel weniger Hunde und Kinder, da die meisten Menschen nach unseren Beobachtungen und Forschungen zumindest psychisch, manchmal auch physisch, also körperlich, und in vielen Fällen, Sie wissen übrigens, dass ich parteilos bin, auch ökonomisch in der Gewalt anderer sich befinden. Herr Professor Strupp, sind Sie persönlich frei? Ja, selbstverständlich. Oder halten Sie mich für eine Marionette? Ja, man wird das nur fragen dürfen, gell? Ja, bin ich nicht frei oder von jemandem abhängig bin, dann soll der Hund aufstehen und das Gegenteil beweisen. Dann kommt eine Klammer, da heißt es, am besten würde seitlich im Publikum nun ein echter, gut dressierter Hund wütend zu bellen anfangen. Und wenn die Kamera auch zeigt, dann nimmt Hube den dumm aus seinem Fell schauenden Strupp von der Hand und geht in die Kulissen. Das ist dieser kleine Sketch. Ich selber habe im Jahr einiges, sozusagen vielleicht sogar sehr viel zu verdanken, aber ich habe ja auf der CD auch gehört, da in diesem Interview auch er hat sich darüber gefreut, dass wir haben zum Beispiel 1975 hat der Hube und Ilse Neubauer das Nest, ein Stück von mir aufgeführt, sehr erfolgreich hier im Münchner Modernen Theater. Wir haben das Fisch und Fleisch auf Tournee gemacht, wir haben dann die Münchner Kammerspiele gemacht, hat die Uraufführung von Bauernsterben, Bauerntheater, Theaterstücke von mir gespielt. Und wir haben dann auch noch zwei Fremdstücke gemacht, Kundela, und dann geht Matthias die Kammerspiel mit uns. Der Bauer als Millionär dann zum Schluss im Residenztheater. Ich habe ihn vor allem deshalb wahnsinnig gemocht. Also mir geht das der Ausdruck nicht aus dem Kopf. Lebensmensch, wie er gestorben ist, hat die Trixi Doderer, die letzten 20 Jahre mit ihm zusammengelebt hat, übrigens 14 Jahre haben die da oben drüber gewohnt, hat ein Lebensmensch gesagt, der ist von mir gegangen. Und ich habe mir dann gedacht, ja, für mich war es ein Lebensschauspieler. Ohne ihn wäre es nicht gegangen. Und vielleicht ein ganz kurzes Beispiel. Wann hat man als Regisseur so viele blödsinnige Ideen? Aber man muss es trotzdem, man muss es probieren. Und wenn du dann im Frühsommer auf die Probe kommst und sagst zum Schauspieler, du sag mal, bei der und der Szene jetzt da, wenn du da rauskommst, ich habe eigentlich das Gefühl, du müsstest einfach Nasen bohren. Dann sagt natürlich ein normaler, anständiger, denkender, es gibt da denkende Schauspieler, denkender Schauspieler sagt dann, warum? Und das Herrliche am Hube war, der hat nicht gesagt, warum, sondern der hat gesagt, Franz, soll jetzt mit einem oder mit zwei rauskommen? Das heißt, der hatte im Laufe der Jahre sich eine derartige Souveränität angeeignet, dass er auch nicht in Verlegenheit zu bringen war. Also man konnte das Blödeste von ihm fordern. Er hat es immer angeboten und das war natürlich für den Regisseur, auch wenn er sicher oder unsicher war, war das ein ganz, ganz großes Glück. Denn wenn man so einen Schauspieler hat, der über Proben, über Brainstorming praktisch macht, der einen nie merken lässt, dass man Arschloch ist, dann ist das für einen Schauspieler
gut und den Regisseur sehr viel besser. Allerdings muss man dazu sagen, es gab da natürlich auch einen ganz anderen Hubel, den wir jetzt ganz kurz zum Schluss streifen. Und nachdem ich gerade mit der Beatrix gesprochen habe, den Brief haben wir nicht gefunden. Aber es gibt so aus der Endzeit des Residenztheaters, da wollte ich nochmal rum und der Dorn wollte auch rum, gibt es einen Brief, ich kann jetzt bloß ganz kurz memorieren, aber er ist im ganzen Haus, wir haben ihn nicht gefunden. Also im Residenztheater haben wir den gleichen Saalstuhl wie in der Keiner hat ihn gefunden, aber der heißt ungefähr, lieber Dorn, lieber Krötz, ihr grauen Mäuse, vom Staatsschauspiel kennst du mich in Zukunft am Arschlecker. Ich trete lieber Dorn nicht mehr in einer ausstaffierten Arschhosen auf, das war ein Maß, für dich und Krötz für die onanier ja nicht mehr. Ich mag nicht mehr. Wächst mir am Arsch, ich gehe wieder zurück ins Frauenhofer, ich will frei sein, ich will nichts mehr mit euch da haben. Das hat es natürlich auch gegeben. Zum Schluss, also er war ein schwieriger, ein komplizierter Künstler und nicht ganz so wach, wie sie es uns kann. Dass du ihn fast 20 Jahre ausgehalten hast, hättest du auch eine Tapferkeitsmedaille. Ganz zum Schluss, ich habe nochmal das Glück gehabt, wir haben als Schauspieler gemeinsam gearbeitet. Und zwar ganz 2008, 2007 haben wir einen Bandner-Kasper gemacht, da hat er Petrus gespielt. Und ich habe einen Bandner gespielt und da ist er dann im Himmel die Szene, wo er dann den Bandner also nicht gleich in den Himmel reinlässt, weil der einiges angestellt hat. Und da haben wir so eine Probe gehabt in dem riesen Ding da. Und ich habe dann gesagt, ja, aber ich weiß nicht, wie der Text heißt, der Petrus und so weiter. Ich war natürlich nicht immer ein guter Mensch. Dann hat er ganz laut gesagt, wem sagst du das, Franz Xaver Krötz? Ich hoffe, lieber Jörg, dass es einen bayerischen Himmel gibt, dass du einen lieben, netten Petrus gehabt hast und dass du da oben bist und jetzt einfach auf uns runterschaust und lachst. Danke.